Servus Leute, ich bin's Donny von Shisha TV und heute stelle ich euch die Angry SS 010 vor, kann man sagen. Das ist die Little Hammer, die kleine Pfeife von Amy quasi, auch aus der Edelstahlpfeifenreihe, sage ich mal. Ne? Und ja, was die so kann und alles, erkläre ich euch einfach jetzt. Und es klingelt. Augenblick Leute, bin gleich wieder da. Da bin ich wieder Leute. Freundlicherweise kam gerade der DHL-Bote und hat mir etwas mitgebracht. Den Otterman Ready Base mit dem passenden Aroma, also mit einem Aroma. Darauf gehe ich gleich ein, weil das Ganze braucht nur 15 Minuten laut Herstellerangaben. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie das gleich funktioniert. Ich gehe ganz kurz noch weiter auf die Pfeife ein und dann widmen wir uns hier den ganzen Tabak natürlich. Also die Pfeife kostet 99 Euro, ist eben erhältlich in sämtlichen Shops bei Amy, Shisha Neal, Relax Shop, etc. Ist ein einfaches Modell, sage ich mal, aus Edelstahl, eine kleine Pfeife. Was jetzt besonders, sage ich mal, ist an der Pfeife, dass sie halt eben aus Edelstahl ist, schon klar. Und dass wir halt eben auch diesen Schlauchanschluss haben mit dem, dass man mit dem Kugelventil. Das habe ich noch gerade drüben. Ich mache mir gleich einen Kopf rein und dann können wir das Ganze auch mal bewundern. Das kennt ihr aber aus den anderen Videos bei der Amir und so. Das wird einfach zusammengeschraubt. Was wir leider nicht haben, wir haben kein Vierkammersystem. Das Edelstahl, also alle Edelstahlkomponenten sind sehr gut verarbeitet in meinen Augen. Also da sind keine scharfen Kanten. Also die funktioniert super in der Hinsicht. So. Und dann einmal Kohleteller drauf. Und dann ist die Pfeife schon aufgebaut. Was ihr jetzt wahrscheinlich auch seht, so sehe ich es auch nämlich, leider wackelt die minimal. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das Glas ist nicht ganz eben. Also die kann ein bisschen hin und her wackeln. Ist ein bisschen ärgerlich, ja, also 100 Euro kostet die Pfeife, da erwartet man dann schon ein bisschen, dass das Glas gerade ist, aber gut, es kann auch mal passieren, es wird ein Einzelfall sein. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt jede Amy so ist, also jede Amy SS10. Deswegen, ich denke mal, ich habe hier einen Einzelfall erwischt. Gibt Schlimmeres, ja. Legt man sich ein Handtuch drunter und fertig, ja. Brauchen wir auch jetzt nicht rumheulen. Wer jetzt irgendwie sagt, okay, nee, mich stört das da, sag ich mal, dann solltet ihr einfach wieder zum Shop gehen, wo ihr sie gekauft habt, oder eben sogar beim Hersteller direkt und anfragen, was da los ist. Ja, also deswegen, das könnt ihr gerne tun. Mit dabei ist dann des Weiteren halt noch ein Schlauch, zeige ich euch wie gesagt gleich, und ein Amy Deluxe Kaminset. Wobei ich sagen muss, der Kamin ist in Ordnung, diese Tonköpfe halte ich nicht viel von. Sind jetzt nicht die besten. Aber gut, das ist halt Geschmackssache. Ne? Naja, ich stelle die Pfeife mal zur Seite, ne? Und wir widmen uns das ganze Mal jetzt hier zum Otterman Ready Base. Ja, wir machen jetzt kurz einen Double Review draus. Ich stelle euch dann den Ready Base mit Love Me Molasse vor und das Ganze soll innerhalb von 15 Minuten fertig sein. Ich zeige euch jetzt gleich noch ein kurzes Video, wie ich das Ganze bestellt habe, weil Otterman hat jetzt auch eine App auf den Markt gebracht, wo ihr quasi euren Mix ganz schnell rausfinden könnt. Ja, wollt ihr was Fruchtiges rauchen, wollt ihr was Cremiges rauchen und dann habt ihr dann quasi sehr, sehr viel Auswahl und könnt dann halt einfach aussuchen, ey, das und das wollt ihr haben. Ja. Das ist so ein Generator, sage ich. Zuerst werde ich ganz kurz mal für die Wartezeit, sag ich mal, hier den ganzen Tabak aufmachen. Die Dose für 110 Gramm Ready Base kostet 7,95 Euro. Und dann erhaltet ihr 80 Milliliter Molasse. Ja. Was die kostet, blende ich gerne mal unten in die Beschreibung ein. Und dann haben wir halt Rohtabak, sag ich mal. Also das ist hier wirklich, also riecht ganz normal nach Tabak. Ist leicht feucht, also das ist halt deswegen diese Ready Base, weil er nicht komplett trocken ist. Und er soll quasi so feucht sein, dass er quasi die Feuchtigkeit, die zusätzliche Feuchtigkeit noch mal besser aufnehmen kann. Ja. Ob das stimmt, werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich werde es jetzt auch mal testen. Wichtig ist immer, das Zeug hier gut mischen, also gut schütteln. Und dann gibt das Ganze einfach drauf. Also wer das nicht schafft, den kann man auch nicht weiterhelfen, der sollte sich aber auch lieber aufhören. Das Ganze einfach hier reinträufeln. Und das Ganze dann eben kurz mal stehen lassen. Was ich noch empfehlen würde, das mache ich jetzt gleich, wenn ich kurz euch das Video zeige. Einmal mit der Gabel reingehen und es schön fest reindrücken. Ja? Ich möchte jetzt den Finger nicht benutzen, weil sonst, ja, blöd.
aber einfach mit einer Gabel reingehen und schön eben reindrücken. Und dann schauen wir auf die Uhr, wir haben jetzt, ja, okay, ich schaue auf die Uhr, wir haben 16.50 Uhr und in 15 Minuten werde ich den rauchen. Ich bin mal gespannt, ne? 16.50 Uhr haben wir jetzt. Ich bin nochmal als Beweis in die Kamera, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal das kurze Video an, wie ich bestelle. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, also wir haben jetzt gerade 16.53 Uhr, schon stockduster hier. Und ich zeige euch ganz einfach mal, wie man hier bei dem Shisha-Guru bestellen kann. Also Shisha-Guru ist eine App von Ottermann. Und da haben wir halt eben auch die ganzen Aromen von Ottermann mit drin. Also es sind sehr, sehr, sehr viele auf jeden Fall. Wie viele blende ich auch einfach jetzt mal hier mit ins Video ein. Und ja, wir haben halt hier Sterne, die wir vergeben können. Frisch, würzig, fruchtig, cremig. Und ich bin beispielsweise eher der fruchtige und frische Typ. Also mache ich mal frisch, ja, mache ich 3,5 Sterne. Würzig lasse ich bei 0. Ja. Und dann geht es bei fruchtig natürlich bei 5 Sternen los. Und cremig, ja, lasse ich jetzt auch mal bei 0. Dann gehen wir auf Suchen. Und da kam eben auch bei mir, so wie jetzt, auch Love Me als erstes. 97% würde es quasi zu meinem gewünschten Aroma entsprechen. Und dann kann ich das einfach in den Einkaufswagen zippen. Und das Ganze öffnet sich dann eben auf ottermann.de und ich kann dort eben bestellen. Also sehr einfach gemacht. Ja, jetzt sind wir auf der Ottermann-Seite. Ich kann hier direkt loslegen, bestellen und los geht's. Das Ganze allerdings ist auch für einen anderen Zweck ganz praktisch. Ihr seid jetzt in einer Shisha-Bar, die Ottermann-Tabak hauptsächlich hat oder auch viel Ottermann-Tabak hat. Oder ihr seid halt in der Ottermann-Lounge sogar. Dafür ist es halt auch unter anderem gedacht. Beispielsweise Michelstadt oder ähnliches. Dann könnt ihr einfach vor Ort sagen, hey, was will ich rauchen? Und ihr öffnet die App und dann geht's los. Ne? Also da solltet ihr natürlich wirklich eine Bar sein, die halt wirklich fast alle Sorten da hat, weil sonst dürft ihr da 100 Mal anfangen. Die App gibt's sowohl als auch für Android und iOS, also das ist gar kein Problem. Hier oben ist halt dann auch mal Ottermann Michelstadt Kassel. Ja, also da wird dann auch ein bisschen Werbung eingeblendet, also da seht ihr es dann auch. Crystal Edelstahl Wasserpfeifen, also hier haben wir dann ein bisschen nochmal, ne, Stilla Shisha Bar, da haben wir auch scheinbar Ottermann vertreten. Also so könnt ihr da einfach ein bisschen mal reinschauen. Ne? Also ich finde die App eine ganz schöne Sache, sehr schlicht gehalten, nichts extrem krasses, aber auch einfach gehalten. Ne? Und ja, wir warten jetzt mal noch die 15 Minuten ab und dann würde ich sagen, baue ich mal einen Kopf. Ne? Bis gleich. So Leute, ich bin jetzt am Rauchen, die 15 Minuten sind rum, ich habe ja eben kurz nochmal eingeblendet, ich habe den Kopf gerade fertig gebaut, genau in der 15 Minute habe ich den Tabak rausgenommen und den Kopf gebaut, die Kohlen waren aber noch nicht fertig und ich habe jetzt eben gerade schon mal kurz angeraucht, deswegen hat es sich ein bisschen verzögert, aber 15 Minuten hatte ich den hier drin und hatte den dann rausgenommen, ich habe nochmal kurz durchgemengt, ne? Also das müsst ihr natürlich machen. Der Hersteller sagt natürlich auch, umso länger ihr den einziehen lässt, umso besser wird er. Ich rauche den Tabak jetzt zum ersten Mal, den Love Me. Schmeckt bisher nicht schlecht, ist auf jeden Fall frisch, so wie ich es wollte. Sehr frisch aber, ja, also wirklich sehr frisch. Und ich muss sagen, es ist ein cooles System. Es sind 151 Sorten, die eben per dieses System bestellt werden können. Können dann quasi einfach bestellen, Ready Basic Tabak bestellen, das Aroma bzw. Muraster und dann könnt ihr schon loslegen. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr bestellt, dass ihr das Richtige bestellt. Nicht, dass ihr auf einmal Getränkearoma oder so bestellt, weil Ottermann ist ja da sehr vielfältig. Sprich, die haben ja auch da wirklich Getränkearoma und Gott weiß was, alle mit dem Namen Love Me. Es gibt quasi von jeder Sorte gibt es verschiedene Artikel, sage ich, oder Produkte. Das müsst ihr aufpassen, dass ihr das richtige Produkt wählt. Und ja, jetzt riechen wir erneut nach den knapp 20 Minuten jetzt. Beziehungsweise 25 Minuten. Also der Tabak riecht jetzt nicht mehr so streng nach diesem typischen Tabak wie vorher. Also man kann jetzt wirklich sagen, es riecht eigentlich... Also ich muss sagen, okay, es ist sehr mentholastig. Dadurch überwiegt es natürlich.
Aber ich finde, den Grundtabak kriegt man jetzt gar nicht mehr raus, nach knapp 25 Minuten. Finde ich krass. Aber natürlich kann es jetzt auch nur sein, weil es mit Menthol drin ist. Und sprich, Menthol ist halt so stark, dass es jetzt quasi alles andere übertrumpft. Ja. Kann natürlich auch sein. Der Schnitt ist für einen Tonkopf ganz gut geeignet. Ist ein grober Schnitt auf jeden Fall. Und ja, ihr könnt hier dann quasi, weil ihr normalerweise dann die kleinen Fläschchen wegschmeißt, könnt ihr dann quasi euer Geschmack erstellt am und Geschmack halt einfach reinschreiben, ne? Welche Geschmackssorte es ist. Wenn ihr jetzt 10 Sorten habt, überall das gleiche, also überall nichts draufstehen habt, nur das hier, Ready Base, dann kommt ihr durcheinander. Und hier könnt ihr halt gemischt am reinschreiben, das ist ganz praktisch. Dann könnt ihr sagen, wenn ihr eine Woche warten wollt oder 2 Wochen, dann könnt ihr das reinschreiben, dann und dann habt ihr gemischt. Ja? Ich finde, es ist ein schönes System. Vom Rauchen her. Es lässt sich schon locker rauchen, gar kein Problem. Es schmeckt auch nicht nach einem Grundtabak. Ist tatsächlich so, hätte ich selbst jetzt nicht gedacht. Schmeckt auch nicht schlecht auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich sagen, der ist mir ein bisschen zu mentholastig. Also das ist wirklich was, wo die Leute Menthol feiern müssen, der Love Me, in meinen Augen. Schmeckt sonst, ich würde fast sagen, leicht bärig. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, weil ich weiß nicht genau, was drin ist. Vielleicht eine Melone oder irgendwie sowas, im Moment nur noch. Ja. Also Fazit, kann man mal machen. Ist eine schöne Sache, vor allem Preis-Last-Verhältnis ist ganz okay. Also ihr habt dann rund 200 Gramm Tabak. Ja, 190 Gramm Tabak. Für, ich glaube, die Molasse müsste 8 Euro kosten. Also für 17 Euro irgendwas, ne? Ach Quatsch, nee, für 15 Euro. Ja, mein Kopfrechner ist super wieder, ne? Ihr merkt's. Nee, und deswegen Kaufempfehlung, man sollte es einfach mal probiert haben. Wobei ich ihn auch noch länger stehen lassen würde. Ich habe jetzt extra das für euch jetzt mal gemacht, 15 Minuten gewartet. Und ich wollte es auch selbst mal wissen. Hätte ich den jetzt einfach angerührt und hätte eine Woche ziehen lassen, hätte ich nie gewusst, wie es nach 15 Minuten ist. Und das ist einfach mal ein Tabak, wenn ihr den rauchen wollt, könnt ihr den einfach aus dem Regal nehmen, ne, im Shop und einfach zusammenmischen. Und wenn ihr dann daheim seid, könntet ihr den schon rauchen. Ja? Aber wie gesagt, ich würde ihn trotzdem noch einen Ticken länger stehen lassen, weil ich glaube, die Mentholnote überwiegt jetzt gerade einfach noch, weil es das stärkste Aroma drin ist. Und deswegen glaube ich, wenn man ihn länger stehen lässt, würde auch was Fruchtiges noch eher rauskommen. Ja. Gut, die Amy Deluxe Little Steel, Little Hammer, kostet wie gesagt schon 99 Euro. Das Wasser müsst ihr, also Wasser müsst ihr, der Wasserstand ist wirklich recht viel. Also ihr müsst echt viel Wasser hermachen und wir haben nur ganz wenig, wo der Rauch stehen bleiben kann. Zumal, wie gesagt, es wackelt leicht. Also wenn ich die jetzt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es wackelt tatsächlich ein bisschen, wenn man einen Schlauch hin und her macht. Wackelt es manchmal ein bisschen. Das ist, wie gesagt, glaube ich, jetzt nur bei der hier. Was ich, wie gesagt, schade finde, ich liebe das an den Amy-Produkten, an den Amy-Edelstahl-Produkten mit diesem 4-Kammer-System. Das vermisse ich hier auch schon wieder. Klar, ich weiß, das ist die günstigste Variante von den Edelstahl-Varianten. Trotzdem, ich habe mich irgendwie so dran gewöhnt bei den Edelstahl-Pfeifen, bei Amy, dass es halt mit dabei ist. Weil es halt kein anderer Hersteller so hat, das 4-Kammer-System. Und auch kein Klicksystem, das ist ein Schraubgewinde hier. Ja? Aber sonst ist eine schöne kleine Pfeife, ihr seht, passt schön auf den Tisch. Und sonst ist sie auch wirklich stabil und ihr könnt sie halt auch wunderbar waschen, also in die Spülmaschine alles reinmachen, außer die Bowl. Die Bowl würde ich einfach mit der Hand mal auswaschen. Also sowas würde ich nicht in die Spülmaschine tun, weil vielleicht ist die Spülmaschine doch ein bisschen zu heiß eingestellt und dann ist es kaputt. Wäre es mir nicht wert, deswegen würde ich das immer selbst waschen. Schlauch ist wie gesagt dabei mit einem Mundstück. Also ihr kriegt wieder ein Komplettset für 100 Euro, also da kann man auch nicht meckern. Ja? Also deswegen 2 Produkte heute vorgestellt. Ja, kurzfristig wird es ein Doppelreview und ich würde sagen, das war es auch schon wieder. Macht beim Gewinnspiel mit, bis zum 31.12. habt ihr noch Zeit beim Adventskalender-Gewinnspiel und ich glaube, immer noch nicht haben es alle verstanden. Ihr müsst einfach einmalig mitmachen, ja, also ihr könnt einmalig mitmachen und ihr nehmt an der gesamten Verlosung teil. Ja. Weil ich glaube, viele haben es noch nicht so gecheckt, die meisten denken, jeden Tag kommt eine Grafik online und da muss man da mitmachen oder so. Aber gut, ich würde sagen, genug geschwätzt für heute. Ich würde sagen, guten Rauch, bis zum nächsten Mal.